What does perfect even mean? Is there even such a thing? Hallo. Im heutigen Video geht es darum, den Brachioradialis mit ins Spiel zu bringen. Der Brachioradialis ist ein Ellenbogenflexor, der hier die Beugung im Ellenbogen macht. Warum bringe ich gerade diesen Muskel mit ins Spiel bei der ganzen Sache? Wir haben im Fitnessstudio unheimlich viel Bewegungen, die im Drücken sehen. Wir haben Push-Ups, wir haben alles Mögliche. Bei jeder Übung wird einmal der Muskel beansprucht und aber auch die Sehne. Und die Sehne ist insofern halt auch, die Sehne ist ein Bindegewebsanteil, ein Connective Tissue, und die passt sich immer an die Belastung an. Wir haben jetzt zum Beispiel eins der meisten gemachten Bewegungen, ist halt einfach mal ins Bankdrücken, klassisch. Und beim Bankdrücken ist der erste Part, den wir haben in der Bewegung, ja eigentlich das Abbremsen. Sprich, wir haben den exzentrischen Part, der das Gewicht abnimmt. Dann wird abgefedert oder aus dem Stopp angefangen zu drücken oder komplett unter Spannung, wenn das Gewicht runtergelassen wird, um noch mehr Pump zu kriegen. Aber grundsätzlich bilden sich hier in diesem Bereich die Extensoren in dem Bereich stärker aus. Das verhindert bei einem Bodybuilder diese Innenrotation am allerstärksten hier in der Schulter. Und ohne diese Innenrotation kann ich halt das volle Bewegungsausmaß meiner Unterarme nicht komplett nutzen. Und in dem Moment, wo die Unterarmrotation wieder eingeschränkt ist, habe ich in meinen anderen Videos schon immer wieder, leidet natürlich auch die Schulterbeweglichkeit runter. Wir sehen es immer, ich zeige es immer ein Beispiel, wenn ich jemanden Kraftsportler sehe, der Kettlebell macht, der hält die Hantel dann so gestreckt. Und wenn es ein Turner macht, ist halt wirklich, dass die Schulter in der kompletten Überstreckung ist. Aber, ja, kommt halt jeder hin. Mit Stretching kommt man halt in dem Bereich relativ wenig weiter. Und dafür habe ich eine Übung für den Brachioradialis, um einfach hier über die Antagonistenhemmung hier wieder, oder auch eine Art mit dem Loaded Stretch hier, eine Mobilisation für den ganzen Arm mit reinzubringen. Und hier mache ich einen Unterarmcurl. Ich fixiere mich, die Schulter ist fixiert und jetzt mache ich hier diese Eindrehbewegung und Curl, drückt das Gewicht richtig zusammen. Ich hoffe, man sieht das hier. Und hier erwische ich hier den Brachioradialis hier oben drauf. Dieser Crushing-Bewegung, dass das hier und hier diese Bewegung, okay, damit es am Ansatz hier über den Teil rüber geht und hier vor zum Radius geht, weil hier diese Bewegung hier mit am stärksten involviert wird. Und das ist auch wieder eine Bewegung, mit der wir uns später dann beim Handstand, beim Snatchen, beim Jerken, bei allem, was über Kopf ist, wo wir eine volle Streckung im Ellenbogen brauchen, unheimlich wichtig. Die Streckung des Ellenbogens ist im Kraftsport immer dadurch sehr stark eingeschränkt, weil halt viel Bewegungen hier im Drückbereich, ob es Schrägbank ist oder Fliegende, es wird ganz viel aus diesem Bereich und die Kraft wird hier im Ellenbogen, weil es nicht zur kompletten Überstreckung kommt, wird die Kraft hier im Ellenbogen und das Bindegewebe verändert sich ja einfach. Da gibt es keine Untersuchungen drüber, da gibt es auch keine Studien drüber, wo man sagen kann so und so, aber das ist halt einfach immer wieder eine Sache zu beobachten. Ich kriege einen Nicht-Kraftsportler viel leichter bei Kettlebell oder in Handstand rein, als jemand, der vorher Kraftsport gemacht hat. Der tut sich viel schwerer. Das ist nicht geschuldet. Das ist der Tatsache geschuldet, dass einfach hier die Muskulatur dagegen arbeitet und nicht dafür. Und das ist mein Ansatz, den ich hier verfolge, auch mit diesen ganzen Videos. Wie kann ich diese Muskulatur, die auf Deutsch gesagt falsch, nicht falsch programmiert ist, aber halt für den Zweck des Muskelaufbaus programmiert ist, wieder umprogrammieren in eine Art Gelenkfunktion, dass die Gelenkfunktion zurückkommt. Weil, ich habe es in anderen Videos auch schon wieder gesagt, der Stoffwechsel schlägt um, mit 33, da ist das alles noch relativ beweglich, da klappt das noch alles, der Stoffwechsel schlägt um von 33 bis 43, dann wird das Ganze, geht das noch so, und ab 43 wird das ganze Bindegewebe nochmal fester und dadurch kommen dann plötzlich immer mehr Spannungen und es geht halt nicht mehr. Ganz wichtig ist halt die Beweglichkeit des Armes. Je lockerer die Arme sind, je freier sind unsere Schultern. Und das ist dem Part geschuldet. Ich habe gerade einen Podcast gehört von einem Biologieprofessor, der halt einfach evolutionstheoretisch lang geforscht hat. Das ist der Van Hippel.
Van Hippel. Ich verlinke es unten drin und der hat halt diese Throwing Arm Theorie gemacht, warum sich der Mensch von den Tieren wegentwickelt hat, als er aus dem Dschungel in die Savanne kam, und eines seiner größten Hilfsmittel war einfach der Steinwurf. Und mit dem Steinwurf hat sich, sagte er, die ganze Armmuskulatur oder der ganze Bewegungsapparat bei uns entwickelt. Und bei einem, wenn jemand richtig werfen will, dann braucht er halt eine extrem starke Pronation in der Sache, dass der hier richtig pronieren kann. Und das heißt, dass hier eine volle Beweglichkeit da ist. Fangen wir aber mit Muskelaufbau an oder aber auch gerade mit dem Bankdrücken, berauben wir uns dieser Handgelenksmobilität. Die geht komplett verloren. Deswegen tut sich auch jemand aus dem Kraftsport unheimlich schwer, einen Ball weit zu werfen oder einen Stein weit zu werfen. Oder wenn man jetzt einen 50-jährigen Kraftsportler nimmt, der kann schon immer mal, dem tut es schon weh, wenn er dran denkt. Testet euch mal selber aus, ihr könnt einen Kommentar lassen unten, ob das wirklich so ist, oder vielleicht erzähle ich ja bloß Schmarrn, aber ich sehe halt kaum Kraftsportler, oder bei mir in der Praxis halt auch, da kann keiner einen Stein weit werfen, der lange Kraftsport gemacht hat. Weil die alle über die Beschleunigung kommt die Kraft und trifft oben auf den Übergang von der Sehne zum Knochen und das wird reißen, einfach gerade in der Rotatorenmanschette drin. Und da sind halt meine Übungen dazu da, dass wir diese Spannung rausnehmen können. Ich mache da auch ein Video drüber, über den direkten Weg oder den indirekten Weg. Ich bin keiner, der jetzt dran glaubt, indem man die Schulter direkt trainiert. Ich sage halt einfach immer, ich kriege über zum Beispiel die Trizepsbewegung oder die Bizepsbewegung am langen Arm, kriege ich viel mehr Entspannung in die Schulter rein, als wenn ich die Schulter direkt trainiere in diesen Sachen. Okay, das ist mein Ansatz. Ich heiße Knut Nowak.